Ein schrecklicher Unfall vergangene Nacht in Südtirol. Ein Autofahrer ist in eine Gruppe junger Menschen gefahren. 6 von ihnen starben, mehrere wurden schwer verletzt. Alle Todesopfer kommen aus Deutschland. Das Unglück ereignete sich nördlich von Bozen in der Wintersportregion Arntal im Ort Luttach. Der Fahrer überlebte den Unfall, er war stark betrunken. Annette Hilsenbeck berichtet. Sie stellen Kerzen auf, hinterlassen Botschaften, dort, wo die deutschen Urlauber ihr Leben verloren. Die Bewohner des Örtchens Luttach sind erschüttert. Ich wohne ja gleich da drüben. Und sowas dürfte normal nicht passieren. Darf nicht passieren. An dieser Hauptstraße waren die Reisenden aus Deutschland nach einem Disco-Besuch nachts aus dem Bus gestiegen, wollten ins Hotel, wie die Polizei rekonstruiert. Um kurz nach 1 raste ein Auto in die 17-köpfige Gruppe. Die Menschen wurden meterweit durch die Luft geschleudert. Der 27-jährige Fahrer hatte zum Zeitpunkt des Unfalls mehr als 1,9 Promille Alkohol im Blut. Neben den Toten gibt es 11 Verletzte, 4 davon schwer. Sie wurden in der Nacht in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Größe der Menge der Verletzten wurden natürlich ein massives Aufgebot danach alarmiert. Es fehlen ihnen die Worte aufgrund von diesem Geschehen. Und dementsprechend ist auch hier die Situation in den Dörfern bei der Bevölkerung, die natürlich mit den Gästen hier mitfühlen. Auch am Abend trauert man. Die Staatsanwaltschaft hat derweil die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer muss sich wegen Tötung im Straßenverkehr verantworten.